Moin Moin und schön, dass ihr einschaltet zum ersten Monatsrückblick im Januar 2024. Einmalig im Vorweg, ich habe nun zukünftig vor, meine Videos in Form eines Vlogs festzuhalten, um so Einblicke hinter die Momente meiner Fotografien und Videos zu geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so werdet ihr auch zukünftig nichts verpassen. Des Weiteren möchte ich erwähnen, dass wenn ich meine Kamera sage, ich die Sony A7 Mark III meine. Andere Kameras werden in den jeweiligen Sequenzen immer benannt, bei meiner Hauptkamera unterlasse ich das. Ich hoffe, ihr versteht das. Und was erwartet euch nun heute? Ich berichte euch vom Feuerwerk zum Jahreswechsel, vier Kameraperspektiven in einer Zeitraffer, einer wunderschönen sternklaren Nacht sowie einem Spaziergang am Husumer Hafen. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß und los geht's! Das Jahr endete wie immer mit Silvester und diese Gelegenheit habe ich mir nicht nehmen lassen, hiervon eine Videoaufnahme am Husumer Hafen anzufertigen. Die Kamera positionierte ich auf dem Pfeiler der Klappbrücke mit Blickrichtung zum Binnenhafen. Als Objektiv wählte ich das TT Artisan 50mm f1.4, welches im Nachhinein nicht die optimalste Wahl gewesen ist, denn ich habe einen ganz leichten Tilt eingestellt gehabt, welches in den Lichtern zur chromatischen Aberration führte. Andererseits hat das auch für einen einzigartigen Look gesorgt, den ich so nicht beabsichtigt hatte. Beim Bildausschnitt habe ich mich soweit an die dritte Regel gehalten und so versucht, das meiste von dem Feuerwerk mit einfangen zu können, was mir doch auch ganz gut gelungen ist. Für eine Videoaufnahme habe ich mich entschieden, da ich a. den O-Ton mit dabei hatte und b. so immer noch die Möglichkeit besteht, einzelne Bilder aus dem Video zu exportieren. Das Ganze habe ich dann auch einmal versucht, es sind ungefähr 53.000 Bilder geworden und ich sag mal so, in der Nachbearbeitung hatte ich einmal versucht, die Belichtung übereinander zu legen, doch durch die chromatische Aberration ist das Ganze dann zu hell geworden. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie das dann hätte aussehen können. Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, ihr seid alle soweit gut ins neue Jahr gekommen und in diesem Sinne, gesundes Neues! Einige Tage später bekam ich einen Anruf von Alex mit der Frage, ob ich ihn nicht zum Sonnenuntergang zur alten Hochseebrücke in Schobel begleiten möchte. Da sage ich natürlich nicht nein. Mitgenommen habe ich dieses Mal das 85mm f1.8 auf dem DJI RS2. Allerdings diese Aufnahme etwas versammelt, denn der Intervallomat war nicht auf 2 Sekunden geschaltet, sondern auf 5. Naja, ist die Aufnahme etwas kürzer geworden. Direkt daneben hatte ich die DJI Osmo Pocket 2, um mit dem Weitwinkel eine andere Perspektive zu haben. Unter anderem Alex, wie er am Knipsen ist. Das habe ich als Video genommen und dann ungefähr 4- bis 5-fach beschleunigt. In der Postproduktion versuche ich nämlich gerade das Color Grading zu lernen, nicht nur in einem einzelnen Video, sondern wie man das auch für ein gesamtes Projekt auslegt. Festgehalten wurden diese beiden Kameras dann allerdings noch von der Insta360. Das im Tiny Planet Look. Ich mag den nämlich sehr, sehr, sehr gerne. Und last but not least bin ich dann etwas weiter wieder zurück aufs Festland gegangen und habe dort die DJI Maverick Air 2 gestartet. Es ist nicht erlaubt, im Naturschutzgebiet zu fliegen. Daran halte ich mich auch. Allerdings gibt es noch einige kleine Flächen, die nicht oder wo nicht das Fliegen verboten wurde. Und ja, so eine Stelle habe ich mir dann dort gesucht, meine Drohne auf ungefähr 40 Meter dann schweben lassen und versucht dort eine letzte Aufnahme zu machen. Allerdings finde ich, ist die nicht so gut geworden. Ich hätte durch den Wind und die Stabilisierung der Drohne etwas höher gehen müssen. Also ich glaube noch so 20 Meter wären dann ganz sinnig gewesen wie bei der letzten Aufnahme. Da war ich auf 60 Metern. Da konnte ich das weitaus besser stabilisieren. Naja. Wie dem auch sei, es war ein wunderschöner Sonnenuntergang, die Luft war herrlich frisch und die Nordsee in diesem grau-weiß Schimmern zu sehen, die Salzwiesen im Schnee, das war ein Eindruck, den habe ich gerne genossen. Zur Mitte des Monats hatten wir dann sehr viel Glück gehabt, denn am 13. Januar, um genau zu sein, hatten wir Neumond und es war eine sternenklare, wolkenlose Nacht. Diese Gelegenheit habe ich dann genutzt und bei mir im Garten die Kamera aufgebaut mit dem 85mm f1.8,
bei Blende 2.0, ISO 3200 und einer Belichtungszeit von 5 Sekunden in einem Intervallomaten von 6 Sekunden. Es sind insgesamt in anderthalb Stunden gute 866 Bilder entstanden und zusätzlich zu diesen Bildern habe ich dann noch 30 Black und 30 Light Frames erstellt, um diese gesamten Datenmenge dann in dem Programm Serial zu stacken. Regulär verwende ich für sowas sonst Photoshop oder Lightroom, doch ich möchte mich etwas in die Astrofotografie mit hineinwagen, daher war das mit einer meiner ersten Versuche. Was ich noch nicht beherrsche, ist definitiv die Farbkorrektur. Dementsprechend habe ich nur ein Schwarz-Weiß-Bild exportiert. Was auch nicht schlimm ist, denn es zeigt einen schönen Fortschritt zu den Bildern, welche ich vor 5-6 Jahren als allererstes mit dem Handy damals gemacht habe. Und ich bin gespannt zu sehen, wo es mich in der Zukunft dann hinbewegen wird, wenn ich dann neu gelernte Farbkalibrierung und dergleichen dann auch beherrsche. Es ist für mich aber auch kein Problem mittlerweile mehr, diese ganzen Daten andersweitig zu verarbeiten. Dementsprechend habe ich nochmal schnell ein Star Trail-Video als auch eine klassische Zeitraffer noch dazu erstellt und die dann mit hochgeladen. Zum Abschluss muss ich ehrlich sagen, war das wirklich eine glückliche Nacht. Denn mal abgesehen davon, dass keine Wolken dort waren, ist nicht ein Satellit oder hat ein Flugzeug unseren Zenit gekreuzt. Das ist auch nicht unbedingt häufig, vor allem wenn man lange, lange, lange Zeit in der Nacht, sage ich jetzt mal, den Himmel mit beobachtet. Hoffen wir mal, dass das in der Zukunft noch einige Male vorkommen wird. Ich drücke ganz doll die Daumen, das Jahr ist noch lang und viele schöne Nächte warten noch hoffentlich auf uns. Eine Woche später hat es dann bei uns erneut geschneit in der grauen Stadt im Meer und diese Gelegenheit wollte ich dann nutzen, um das Neigen und Schwenken der Kamera etwas zu üben, sowie das manuelle Fokussieren und dementsprechend habe ich meinen Rig mit dem Stativ dann genommen und bin zum Hafen gegangen. Dort habe ich mich an verschiedensten Stellen positioniert, immer mal wieder einen Schwenk nach oben und unten gemacht, in der Hoffnung, dass der Übergang vom grauen Himmel zum weißen Schnee dann etwas gut passen könnte und um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß die Distanzen sind, wie lange ich für solche Aufnahmen dann brauche. Und ich finde doch, einige schöne Aufnahmen sind mit dabei zustande gekommen. Auch wenn es recht spät gewesen ist mit meinen Aufnahmen, es war schon zum Ende der goldenen Stunde hin, kann man durch die Lichtverhältnisse jetzt nicht unbedingt erkennen, aber es näherte sich dem Sonnenuntergang. Und ich muss auch gestehen, dass der Weißabgleich gar nicht so einfach ist bei solchen Aufnahmen. Das gehört ja auch mit zur Königsdisziplin. Dementsprechend weiterhin werde ich üben, insofern es denn so weiß nochmal werden sollte in diesem Winter. 1-2 Monate haben wir ja noch Zeit, von daher drückt die Daumen oder zum Ende des Jahres, wer weiß. Und eine lustige Anekdote noch zum Schluss. Als ich dann auf dem Heimweg gewesen bin, konnte ich den Profis noch einmal ganz kurz über die Schulter schauen, denn hier in Husum waren zu dem Zeitpunkt Dreharbeiten vom ARD zu der Tatortreihe Die Toten am Meer. War auch ganz nett zu sehen, was die dort verwenden. Da wurde ich ganz neidisch bei meinem kleinen Equipment. Aber mit der Zeit kommt natürlich auch die Erfahrung als auch die Technik zustande. Und ich meine, das sind ganze Teams, die da unterwegs sind. Diese Stadt und dieser Hafen lohnt sich sehr für Aufnahmen, für Amateure als auch wie für Profis. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Reinschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Perfektes Timing, die Batterie möchte auch nicht mehr. Und ich sage vielen Dank. Lasst bitte einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht dann zum nächsten Mal wieder.